Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Truck and Trailers. Heute geht's weiter mit der helfenden Hand. Dein Kumpel Mike hat dich um Hilfe gebeten. Du sollst einen Job für ihn erledigen. Liefer einige Gabelstapler zu einer Fabrik. Klingt leicht, nicht wahr? Ja, mal schauen, ob das so leicht ist. Sehen wir es gleich. Zoom. Okay, mal schauen, ob das leicht wird. 1 Minute 32 ist mein Ziel, also Silber. Schaffe ich wahrscheinlich eher nicht. Aber mal schauen. Heute mit einem Renault unterwegs. Schaut schon mal die Warnblinker an. Da haben wir schon den Curb mitgenommen. Den Randstein. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Vor allem in Gold. Okay, da haben wir ein bisschen Platz. Sieht nicht gerade vielversprechend aus, was ich hier mache. So etwas würde man niemals machen. Als echter LKW-Fahrer. Da man ja sonst vielleicht die ganzen Leitungen abreißen könnte. Aber hier gibt es auch zum Glück gar keine Leitungen. Und man kann auch nichts abreißen. Na, Silber wird jetzt noch schwierig zu bekommen. Na, ganz knapp. Ja, lass ich. Nee. Nochmal. Der LKW braucht halt immer so lange, um zu schalten. Das ist ein bisschen das Problem, finde ich. Sonst wäre es ja eigentlich halb so schlimm. Und hier hat es nicht mal Spiegel vorne drin. Sehr gut. Sieht man ja gar nichts, was man hier macht. Und wie viel Platz man hat. Komm, fahr rückwärts, los. Okay. Sieht ein bisschen schneller aus als vorher zumindest. Aber auch etwas schlimmer, was den Platz hier mit dem anderen LKW hier drüben angeht. Ja, ein bisschen sehr spitz. Ne. Weiter zurück und dann vorwärts und dann volle Pulle rückwärts. Komm, rückwärts, los. Schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht in Silber. Wenn ich das so sehe. Also sowieso nicht. Na gut, dann gebe ich mich halt mit Bronze zufrieden. Naja, gut. Das lassen wir mal so über uns hergehen. Fabrikrettung. Die Produktion in der Fabrik ist zum Erliegen gekommen. Es werden nun dringend die Ersatzteile benötigt, die du geladen hast, um die Produktion wieder anzufahren. Okay, das sieht jetzt eigentlich nicht unbedingt schwieriger aus als das
andere vorhin eher irgendwie etwas einfacher. Aber mal schauen. Ist natürlich wieder doof, weil es über den anderen Spiegel geht. Was ich eigentlich gar nicht gerne mache. Das hatte ich jetzt irgendwie falsch im Kopf. Dass es über den falschen Spiegel geht, stimmt ja gar nicht. Ja, gut. Da war jetzt die Hitbox größer, als ich gedacht habe. Ansonsten hätte es eigentlich passen müssen. Ich fahre jetzt mal den anderen Weg an, von dieser Seite aus. Vielleicht geht das ja einfacher. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Volle Kanne rückwärts. Die Seite hat genügend Platz. Ne. Jetzt, weil ich gesehen habe, wie die Hitbox ist vom LKW dort. Also ich liebe ein bisschen mehr Platz, dass ich wenigstens ein Silber schaffe. Okay, sieht knapp aus. Da muss man jetzt schon einlenken, damit wir hier genügend Platz haben. Ne, das wird so nichts. Da bin ich irgendwie mit dem Trailer zu weit entfernt. Das gibt halt wieder nur große. Ich wüsste nicht, wie man das in Gold schaffen soll, aber gut. Würde ich gerne mal sehen. Entweder bin ich einfach zu schlecht, was gut sein kann. Oder die Steuerung hier ist einfach manchmal etwas zu doof. Weil halt der LKW echt lange immer braucht, um in den Rückwärtsgang zu gehen. Beim ETS und auch ATS ist das eigentlich nicht so ein Problem mit dem Einparken. Irgendwie, aber hier jetzt schon. Nervig. Und vor allem, dass ich das Bremspedal benutzen muss, um rückwärts zu fahren, ist auch irgendwie strange. Weil das halt auch echt eine starke Feder drin hat. Was so viel heißt wie, ich muss da echt stark drauf drücken, dass überhaupt was passiert. Und das verzögert dann wahrscheinlich eben die Eingabe. Naja, gut. Lass ich jetzt mal so stehen. Nächste Aufgabe. Nachtfahrt. Es wird dunkel und du musst noch deinen Auflieger an die Seite des Gebäudes fahren. Wenn du dich beeilst, schaffst du es doch wirklich einmal pünktlich zum Abendessen nach Hause. Okay, ankuppeln, drehen, vorne und dorthin. Gut, machen wir doch. Hoffentlich weiß ich noch, welche Taste zum Ankuppeln ist. Nein, weiß ich leider gerade nicht mehr.
Jetzt habe ich, glaube ich, alles angeschaut, was es geht. Habe ich jetzt den Trailer angekuppelt und wieder abgekuppelt? Naja, gut. So, jetzt sieht's doch gut aus. Jetzt einmal nach vorne fahren und drehen. Auf der Stelle, wenn es geht, irgendwie. Hier vorne hat genügend Platz. Sollte eigentlich gehen. Silber will it be? Gold leider nicht. Ja, das war sogar schon okay. Aber komm, können wir auch noch ein bisschen besser machen. Perfekt. Sehr gute Arbeit. Ja, geht. Ungewollte Überraschung. Als du deinen Auflieger gestern abgestellt hattest, war der Hof noch leer. Am darauffolgenden Tag kehrst du zurück und musst feststellen, dass irgendjemand zwischenzeitlich den Hof mit Containern vollgestellt hat. Die Zeit ist knapp, bringe deinen Auflieger schnell zum Stellplatz. Boah. Sieht jetzt auch ganz okay aus. Denk ich mal. Ich mach dann jetzt Drehung. Ja, das wird zu knapp. Okay. Ist natürlich doof, wenn man vorne und auch rechts keinen Spiegel hat. Dann sieht man natürlich nicht alles. Dann habe ich eine bessere Idee. Ich fahre hier wirklich so hinein, drehe ganz scharf, halt etwas über den Rasen. Jetzt im Rückwärtsgang rückwärts zum Auflieger, kuppel den an, und dann volle Pulle voraus. Etwas genügend Platz lassen und ausholen. Hier einmal. Wahrscheinlich wäre es gegangen, aber besser auf die sichere Seite. Sieht okay aus. Jetzt einmal rechts und links. Dann wieder rechts. Oh, das war knapp. Wenn wir den Trailer schön gerade hinbekommen. Sieht doch gut aus. Ja, okay. Nicht ganz okay, aber doch gut. Geh noch ein bisschen gerade. Haben ja jetzt genügend Zeit, wenn es Silber wird. Perfekt. Nächste Aufgabe.